Woran ist Josh gestorben? Trage ich eine Teilschuld an seinem Tod, weil er meine Videos geschaut hat? Sind Drogen-Facebook-Gruppen wirklich so gefährlich, wie sie in dem Zeitartikel dargestellt werden? Das alles werde ich in diesem Video besprechen. Die Zeit hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, in dem es um einen jungen Mann namens Josh geht, der an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Und weil in dem Artikel auch erwähnt wird, dass er meine Videos angeschaut hat, habe ich den Artikel sehr oft von euch zugesendet bekommen, mit der Bitte, Stellung zu dem Artikel zu nehmen. Bevor ich das mache, möchte ich erstmal mein Beileid an die Familie, Freunde und Bekannte von Josh aussprechen. Es ist für mich nicht vorstellbar, wie schlimm es ist, jemanden in so einem Alter zu verlieren. Macht euch keine Vorwürfe. Weil meine Erfahrungen mit Drogen bis jetzt eher positiv waren und dieser Kanal viele meiner Drogenerfahrungen wiedergibt, denken vielleicht manche automatisch, dass wenn ich mit Drogen klarkomme, das dann bei ihnen wohl auch so sein wird. Ich hoffe, dass der Fall von Josh euch nochmal daran erinnert, dass es auch in eine komplett andere Richtung gehen kann. Nur wenn ihr gar keine Drogen nehmt, könnt ihr ein solches Schicksal komplett ausschließen. Wenn ihr unter 20 seid, dann vermeidet Drogen bitte um jeden Preis, denn da sind die Risiken besonders hoch. Erstmal noch ein Lob an die Autorin des Artikels, Isabel. Der Artikel ist sehr gut geschrieben und recherchiert, weshalb ich euch folgende Details über Joshs Leben berichten kann. Josh hat sich zu Beginn seiner Pubertät häufig zurückgezogen, einsam in seinem Zimmer gezockt und auch geritzt. Dann hat er angefangen, Drogen wie Ecstasy und Weed zu nehmen. Und seine Eltern haben sich getrennt. Als er dann eine Freundin bekommt, findet die seinen Drogenkonsum nicht so toll, was dann auch der Grund ist, warum die Beziehung in Brüche geht. Hier kann man natürlich darüber spekulieren, inwiefern das Aus mit seiner Freundin oder was auch immer die Ursache des Ritzens gewesen war, entscheidend für den verheerenden Verlauf der Drogenkarriere war. Mit der Zeit fing Josh an, viel Legal Highs bzw. Research Chemicals zu nehmen. In der darauffolgenden Zeit landet er mehrmals wegen Überdosierungen im Krankenhaus, bis er dann schließlich im Alter von 19 Jahren an einer Überdosis stirbt. Rechtsmediziner finden in seinem Körper Diclazepam, Delorazepam, Lorazepam, 3-Meo-PCP, 4-Meo-Butyrfentanyl, U47700 und GHB. Das Herausragende dabei ist, dass die Substanzen, die laut Obduktionsbericht Ursache für den Tod waren, zum Todeszeitpunkt noch legal waren. Darunter U47700, ein Opioid, 7-mal so stark wie Morphium. Der Zeitartikel legt ein besonderes Augenmerk darauf, welche Rolle Foren und Drogengruppen auf Facebook oder WhatsApp bei Joshs Tod gespielt haben. Als Vorbilder der Facebook-Drogengruppen werden Markus Berger und ich genannt. Der Text richtet mehr kritische Worte an Markus Berger als mich, weil Markus den minderjährigen Josh scheinbar Werbung für sein Drogenmagazin hat machen lassen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Tatsache, dass er Werbung für Markus Zeitschrift gemacht hat, eine besonders große Rolle gespielt hat. Über mich steht im Artikel folgendes: Und wie jede Gemeinschaft hat auch diese ihre Vorbilder. Da ist der YouTuber Simon Ruan alias Open Mind, der sich selbst im Drogenrausch filmt und seinen mehr als 400.000 Abonnenten Botschaften wie diese verkündet. Eine Droge, für die ihr keine geistige Reife benötigt, wäre zum Beispiel Codein. Bei dem Zitat könnte man irgendwie meinen, ich würde den Konsum von Codein bei jüngeren Menschen befürworten. Ich beziehe mich bei dieser Aussage eher darauf, wie mental anstrengend unterschiedliche Drogen sind. Psychedelika wie LSD sind echt heftig für die Psyche. Besonders wenn man da eine gewisse geistige Reife nicht überschritten hat, könnte es sehr schwer werden, solche Erfahrungen zu verarbeiten. Obwohl Codein auch eine gefährliche, sehr süchtig machende Substanz ist, ist der Rausch mental nicht anstrengend. Auch wenn Miguel Pablo gerne mal Geschichten erfindet, in denen er behauptet, er sei verrückt geworden, weil er eine Flasche Codein geäxt hat. Wenn er das gemacht hätte, wäre er tot, nicht verrückt. Ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn die Autorin da ein anderes Zitat genommen hätte. Zum Beispiel ein Zitat aus meinem Video 8 Drogen, die ich nicht probieren würde, wo ich als Platz Nummer 2 die Legal Highs aufzähle, also die Substanzen, die Josh hauptsächlich zum Verhängnis geworden sind, also
hätte vom Kontext irgendwie mehr Sinn gemacht. Und an dieser Stelle nochmal eine explizite Warnung. Lass die Finger von dieser Legal High-Scheiße. Gewissermaßen ist es eigentlich meine eigene Schuld, dass da bei dem Paar mir nichts anderes steht. Die Journalistin hat mich nach einem Interview gefragt. Ich habe auch zugesagt, aber es kam leider nie zu einem Treffen, weil es genau die Zeit war, wo ich viel unterwegs war. Und ein schriftliches Interview wollte sie nicht führen. Echt schade, dass es nicht geklappt hat. Besonders weil der Artikel alles in allem sehr gut ist, hätte ich da gerne mitgewirkt. Ich werde daher als Vorbild der Drogen-Communities auf Facebook genannt. Viele der Mitglieder solcher Gruppen kennen mich und meinen Kanal zwar und einige feiern ihn vielleicht, aber ich denke nicht, dass viele Leute in diesen Gruppen irgendwie versuchen, mir krass nachzueifern. In einigen dieser Gruppen geht es überwiegend um Substanzen, die ich nicht mal nehme. Ich will hier jetzt nicht auf Unschuldslamm machen. Es gibt natürlich Videos von mir, wo ich mir im Nachhinein denke, dass ich da gewisse negative Aspekte der Drogen mehr hätte betonen müssen. Was ich versuche, durch solche Videos hier auszugleichen. Im Fall von Josh haben meine Videos, denke ich, wirklich keine sonderlich große Rolle gespielt. Der war wirklich sehr auf Facebook-Gruppen und Internetforen fixiert. Interessanterweise hatte ich mit Josh mehrmals auf Facebook geschrieben. Es gab früher ja auch ein Open Mind Forum und immer wenn das offline war, hat er mir immer direkt geschrieben und gefragt, was mit dem Forum los ist. Kommen wir also direkt zum Punkto Facebook-Gruppen und Internetforen, die ja in dem Artikel sehr negativ und als Hauptsündenbock für Joshuas Tod dargestellt werden. Unter anderem ist da auch die Rede von der von mir gegründeten Facebook-Gruppe Open Mind Community. Viele wird überraschen, was die Ursprünge der Open Mind Community, eine der größten Drogengruppen auf Facebook, sind. Als ich angefangen habe im Jahr 2014 Videos zu machen, passierten mir immer so ein paar Recherchefehler, weshalb mich immer mehr Leute kontaktierten, die von sich behaupteten, dass sie sich sehr gut in Sachen Drogen auskennen und mir gerne helfen würden. Um die Sache zu vereinfachen, habe ich einfach alle Leute, die mir so eine Anfrage geschickt haben, in diese Gruppe gepackt und dann einfach dort meine Drehbücher gepostet, damit die mich da auf Fehler hinweisen können. Damals hieß die Gruppe noch Open Mind Diskussionen. Irgendwann haben die Leute angefangen, selbst einfach irgendwelche Drogenfragen in diese Gruppen zu posten und es kamen immer mehr Leute von außen rein. Bei ein paar hundert Mitgliedern kam dann so die Frage auf, ob die Gruppe jetzt noch größer werden soll oder ob man weitere Mitgliedsanfragen ablehnen soll. Und im Allgemeinen, wie man die Gruppe verwalten soll. Das habe ich total oft soll gesagt. Ich habe dann einfach irgendwelche besonders aktive User zu Admins ernannt und gesagt, dass die das alles entscheiden können. Und dann hat sich das Ganze verselbstständigt. Es gab immer mehr Gruppenregeln, Warnlisten, neue Admins und Moderatoren. Und jetzt hat die Gruppe über 12.000 Mitglieder. Die Gruppe heißt zwar Open Mind Community, aber da sind auch viele drin, die meinen Kabal nicht oder so gut wie gar nicht kennen oder mich auch scheiße finden. Also da ist wirklich ein ganz anderes Klientel unterwegs als unter meinen YouTube-Videos. Weil eben einer dieser Drogengruppen von mir gegründet wurde, traf mich die schlechte Darstellung dieser Gruppen irgendwie auch persönlich und ich hatte erst vor, in diesem Video viele Vorwürfe gegen die Gruppen zu widerlegen. Dann dachte ich mir so, nein, mein Kanal heißt Open Mind. Ich muss die Sache unvoreingenommen beurteilen. Nach ein wenig Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Artikel tatsächlich ein echtes Problem anspricht. In vieler dieser Gruppen und Foren wird man wirklich bestärkt, Drogen zu nehmen. Wenn ihr denkt, mein Kanal sei drogenverherrlichend, dann schaut euch mal einige dieser Postings an. Laut Zeitartikel sind auch einige Research-Chemical-Händler auf Facebook unterwegs und werben dort mit Gratis-Samples. Das ist schon krass. Lasst definitiv die Finger von solchen Gratis-Samples von Drogen. Gefühlt geht Facebook in letzter Zeit wirklich deutlich strenger gegen solche Gruppen vor. In diesen Gruppen wird fast jedes Posting automatisch von Facebook gemeldet, auch wenn es relativ harmlos ist. Viele der Gruppen wurden gelöscht, manche haben ihre Namen umbenannt. In manchen werden überwiegend nur noch Memes gepostet. Ich bin echt kein Fan von Facebook, aber natürlich können die bei einer so großen Nutzerzahl unmöglich alles in die Richtung löschen. Und auch vor Joshs Tod hat Facebook solche Gruppen vereinzelt gelöscht.
Weiss hat schon vor Ewigkeiten einen Artikel zu gelöschten Drogengruppen auf Facebook geschrieben. Die Open Mind Community hat, würde ich sagen, so gut wie keinen verherrlichenden Content. Und das sage ich nicht, weil ich diese Gruppe gegründet habe. Dass die Gruppe da einen ganz guten Job macht, ist nicht mal ansatzweise mein Verdienst. Wie vorher schon erwähnt, bin ich zwar noch Admin, aber im Grunde wird die Gruppe von den ganzen anderen Admins und Moderatoren geleitet. Und die machen einen echt guten Job, drogenverherrlichende Posts direkt zu löschen. An dieser Stelle danke für eure gute Arbeit. Einer, der heute kein Admin mehr ist, hat Josh übrigens bereits im Jahr 2015, fast 2 Jahre vor seinem Tod, wegen beleidigenden, homophoben und rassistischen Kommentaren aus der Open Mind Community geworfen. Was meist in Nicht-SJW-Sprache einfach nur heißt, dass er einen sehr derben Humor hatte. Zumindest kann ich in seiner Timeline nichts Rassistisches oder Homophobes finden, sondern nur einen sehr schwarzen Humor, der auch meinen Geschmack ganz gut trifft. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Aktivität in sozialen Netzwerken in Joshs Fall bei seiner Drogenkarriere eine entscheidende Rolle gespielt hat, weil er dort so viel gepostet hat, dass es wirklich einen signifikanten Teil von seinem sozialen Leben ausgemacht hat. Es braucht für solche Postings aber nicht mal irgendwelche Gruppen. Josh hat auch oft normal als Facebook-Status irgendwelche drogenverherrlichende Sachen gepostet. Da der drogenverherrlichende Content häufig von Josh selbst kam, war er nicht das Opfer, das sich von allen Drogenverherrlichern manipulieren hat lassen. Es war ein gemeinschaftlicher Austausch von Drogenpostings, der alle Individuen in dieser Gemeinschaft in ihren Konsum bestärkt. Selbst bei so Gruppen wie der Open Mind Community, wo jetzt kaum drogenverherrlichende Sachen auffindbar sind, wäre es denkbar, dass es die Konsumrate erhöhen kann, wenn man zu viel Zeit in solchen Gruppen verbringt. Wenn man jeden Tag liest, wie die unterschiedlichen Leute die unterschiedlichen Drogen nehmen, verliert man vielleicht den Respekt vor Drogen. Aber ich denke nicht, dass Leute, die psychisch komplett normal und zufrieden mit ihrem Leben sind, aufgrund von Drogenpostings in sozialen Netzwerken leicht zu Süchtigen werden können. Weil sich Josh vor den Drogen bereits geritzt hat, kann man sich sicher sein, dass er schon vorher psychisch labil war. Kein psychisch komplett gesunder Mensch ritzt sich einfach so. Und auch wenn man einige Facebook-Posts von Josh liest, merkt man, dass er einfach nicht glücklich war. Ich tippe hier auf eine depressive Veranlagung. Wenn man manche Kommentare unter dem Artikel liest, dann schließen da scheinbar einige falsche Schlussfolgerungen aus dem Artikel. Es wird dann direkt gefordert, dass man mit höchster Kraft gesetzlich gegen diese Drogen und Facebook vorgehen muss. Weitere Verbote helfen hier niemanden weiter. Leute, die sich zuknallen wollen, schaffen das. Die Verbote machen es höchstens schlimmer, weil die Leute, die möglichst legale Sachen bestellen wollen, halt auf die Substanzen zugreifen, die völlig unerforscht und viel gefährlicher als die illegalen entsprechenden Varianten der Drogen sind. Immer wenn man eine neue Liste an Drogen verbietet, werden die dann besonders oft bestellt, dass man die sich ja noch einfahren kann, bevor sie illegal werden. Mein Open Mind Drogenforum musste damals auch aufgrund von den sehr strengen deutschen Jugendschutzgesetzen geschlossen werden, was aber letztendlich keinen Effekt hat, weil die User dann einfach auf ein Forum wechseln, das einen Sitz in einem Land hat, welches nicht so strenge Jugendschutzregeln hat. Die übertriebenen Jugendschutzregeln sind übrigens auch der Grund, warum kein Drogenforum ein deutsches Impressum hat, auch wenn es offensichtlich ist, dass die meisten Benutzer und wahrscheinlich auch die Betreiber aus Deutschland kommen. Auf verschlüsselten Privatmessengern wie WhatsApp, wo es auch solche Gruppen gibt, kann man so oder so unmöglich gegen diese Gruppen vorgehen. Ich will damit nicht sagen, dass die Leute einfach posten sollen, was sie wollen, weil man das ja sowieso nicht regulieren kann. Also man sollte da schon ein bisschen eingreifen, wenn man die Macht hat, wie zum Beispiel bei unserer Open Mind Community Gruppe, auch stark gegen Drogenverherrlichung vorgegangen wird. Aber es ist einfach komplett naiv anzunehmen, dass man das Problem der krassen Drogenverherrlichung in sozialen Netzwerken beseitigt, indem man gewisse Gruppen löscht oder irgendwelche Gesetze dagegen macht. Die Schlussfolgerung, die ich aus dem Artikel ziehe, ist, dass es einfach noch mehr Aufklärung braucht. Und jetzt nicht nur zu Drogen im Allgemeinen, sondern auch zu solchen Gruppen und Foren. Passt auf, dass ihr euch nicht zu tief in diesen Gruppen drin verfangt. Passt auf, dass ihr den Leuten keine gefährlichen Tipps gebt oder eine Droge zu krass in den Himmel lobt und informiert euch immer von mehreren Quellen. Auch die Eltern von Josh scheinen jetzt keine Kampagnen für das Verbot weiterer Drogen zu starten, sondern teilen den Artikel zu ihrem Sohn in der Hoffnung, dass er vielleicht einem anderen Kind das Leben rettet und
Das ist ja auch eine Aufklärung. Natürlich haben die Gruppen auch positive Seiten. Ich selbst habe schon gewisse Safer-Use-Fragen an solche Gruppen gestellt und gute Antworten bekommen. Und die Antworten sind auch meistens sehr vernünftig. Wenn da jemand reinpostet, dass man aus Versehen die 10-fache Dosis Ecstasy genommen hat, schreibt dann keiner, dass das schon passt und bestimmt ein geiler Rausch wird, sondern jeder würde empfehlen, dass er sofort den Krankenwagen rufen soll. Die meisten Postings in diesen Gruppen sind allerdings weder Safer-Use-Fragen noch irgendwie verherrlichende Posts. Es sind einfach quasi neutrale Fragen. Lesen wir einfach mal ein paar vor. Wie ist es, Drogen in Klarträumen zu nehmen? Was war das Dummste, Unlogischste, was ihr auf LSD oder ähnlichen Substanzen mal gemacht habt? Ich habe mal auf 800 Pikogramm einen Bad Trip geschoben und dann meinen Walkman zerbissen. Yo, jemand aus Berlin hier, der mal schnell antworten kann? Irgendwer hätte seit einem Bad Trip nicht mehr auf sein Leben klarkommt und jetzt nichts mehr konsumieren kann? Hey Leute, hab mir gerade Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn ich an den Zivilbullen zum Beispiel leere Kapseln verkaufe. Seid ihr durch soziale Online-Netzwerke etc. introvertierter geworden bzw. braucht mehr Freiraum? Irgendwer, der Battlefield Hardline 1 oder 5 oder PUBG auf der PS4 hat und mal Bock hat zu zocken? Abschließend kann ich nur sagen... Döner mit Ayran.